Schnibbel die Stopp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, und wir switchen hier direkt mal auf Legende natürlich. Und Paredes hat in den letzten Spielen überhaupt nicht überzeugt, dementsprechend ist er auch nicht dabei. Und ansonsten gehen wir mit denen hier rein. Jung war der Beste, über den habe ich ja am meisten gemeckert wegen seiner unglaublichen Lahmarschigkeit. Aber er hat halt hinten ganz gut verteidigt. Na, relativ. Er hat halt die Flanke zum 1:0 zugelassen. Aber sonst ganz gut verteidigt. Heute geht's gegen die Leverkusener. Das wird auch schwer. Wir wissen vor allen Dingen nicht, wie die spielen. Fünftes Ligaspiel jetzt. Und ja, Zieler auch mit einer unglaublich schlechten Leistung. Ich weiß nicht, wir haben Trapp. Wiedwald hätten wir noch zur Auswahl. Ja, Wiedwald hat man noch zur Auswahl. Testen wir doch mal Wiedwald. Ja, haben ja die Möglichkeit, da noch zu switchen. Juric heute in der Startelf, weil bessere Ausdauer wie Schicksen auch. Jung geht raus und dann kommt hier unser Neuer rein. Haben doch hier noch irgendwo, genau. Dezivat. Klar ist gegen Jung nicht mal ansatzweise so gut wie er, aber muss halt mal sein. So, Kittel darf spielen. Auch Görlitz bin ich am Überlegen gerade. Waldschmidt spielt für Görlitz, ja, dann müssen wir Görlitz eventuell in der zweiten Halbzeit bringen. Sonstigen Traoré und Rode sind dabei. Miyaichi. Haben wir nicht dafür noch einen schnellen Ersatz? Trivero. Schnell, relative Ballkontrolle. Ich weiß ja nicht, wen haben wir noch? Malcolm Hahn. Malcolm Hahn. Ah gut, Malcolm Hahn. Darf sich versuchen, wobei Malcolm Hahn gegen Via. Nee. Via darf sich da versuchen auf der Position gegen Miyaichi. Ja, das ist hier ein Switch. Sonstigen verändert sich dann nicht so viel. Benavarte in der Elf. Hart. Hart ist, dass wir verloren haben das Spiel, obwohl wir versucht haben, die bessere Mannschaft zu sein. Wir haben viel Ballbesitz gehabt, aber mit Ballbesitz kann man keine Tore schießen. Das ist das Hauptproblem leider. Und wir springen jetzt sofort rein in die Partie. Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Auswärts sind wir heute ran. Und ich trinke mir erstmal einen Schluck. Das hat ganz schön lange gedauert, das tut mir leid. Ich musste noch meine Katze noch zusätzlich davon rausballern. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie der Stand der Dinge ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Sehr sogar. Aber wir wollen gegen Leverkusen auf jeden Fall gewinnen, werden defensiver spielen, werden auf Konter spielen und hoffen, so was auswärts zu reißen. Via ist ja da gerade am Ball gewesen, beziehungsweise noch nicht. Juric, Damba. Wiedwald ist ja nicht gut im Abschlag. Traoré. Kittel. Richtig gut. Der Ball ist aber deutlich zu weit. Aber Eckball. Deutlich zu weit war er trotzdem. Okay, die Leverkusener klären den Ball nur raus. Mal gucken, wie wir diese Saison so abschließen. Dezivat von den Leverkusenern gekommen, spielt ja heute für uns. Schicksen und Juric. Via. Boah, hält der mich fest. Traoré, und der schießt Sonny Kittel an, weil er dem voll im Weg steht. Und dann geht der einfach so geschmeidig nach hinten. Dieser Idiot. Hart. Da steht der einfach, weil auch noch volle Kanne im Abseits. Als wäre nichts gewesen. Hammerhart, Sonny Kittel. Waldschmidt. Und das waren wir.
Ja, wir wollen hier was. Wir haben ja auch das letzte Spiel nicht schlecht gespielt, aber mit nicht schlecht spielen holt man keine Punkte. Ja. Wir haben halt das Problem... Oh, gefährlich. Waldschmidt hat aber direkt sein Füßchen dazwischen bekommen. Dumba mal wieder mit einem Müllpass. Und dann bewegt sich einfach keiner dahin. Der Linksverteidiger findet sich nicht in der Verantwortung dafür. Ich weiß auch gar nicht, wo Dumba war. Bena, warte. Was macht der da? Was war das denn bitte? Ist der schlecht? Das muss ich jetzt ernsthafterweise mal zugeben. Da ist der Ball einfach weg. Das ist einfach weg. Ich habe nichts gemacht und dann ist er einfach weg. Das ist hart. Puh. Das muss man erstmal verkraften, so eine Chance dann wieder liegen zu lassen. Ja, ein unglaublich schneller Spieler hier unten. Aber wenn da oben nichts gut läuft, aber jetzt die Chance. Aber mit so einem Pass funktioniert das nicht. Und dahinter bewegen die Leute sich nicht. Traoré, zu langsam. Und dann läuft er nicht mehr nach oben mit. Muss der Mann hier den ganzen Weg ablaufen. Schicksen. Schicksen hat hier Riesenprobleme, weil Dumba sich so schlecht bewegt. Das war gar nicht so schlecht, der Pass. Rode. Dumba. Ja, ne, India. Ist aber eine ähnlich Ballkontrollige. Ja, man sieht's hier. Dumba. Dumba ist aber schnell mit dem Ball. Das zeichnet den aus. Und dann bewegt sich unser Stürmer nicht. Also der will keine Tore schießen, habe ich so das Gefühl. Zwert. Stark. Dietzwart oder Dieswart, wie auch immer man ihn aussprechen mag. Dumba hier unglaublichen Fehlpass bekommen vom Via, der den Bolzen aber wieder ausbügelt, Gott sei Dank. Waldschmidt, Sonny Kittel, Rode, Via. Aber Via ist technisch kein Miyaichi oder Görlitz. Aber wir haben solche Spieler auch nicht fließbandmäßig überall. Kittel. Mann, und dann kriegt er den Pass nicht gebacken. Kann nicht sein. Danke, dass da einer zwischen geht. Dumba. Aber das war wieder schwach von Dumba. Schicksen hat das gut gemacht. Dumba eher weniger. Schöner Laufweg von Waldschmidt. Der ist aber zu langsam. Selbst mit dem Dribbling noch nicht schnell genug. Ja, weil Juric da am Boden liegt. Riesenproblematik. Gut verteidigt, Wiedwald. Juric da Riesenfehler gemacht mit dem Sprung. Boah, ich habe eigentlich nur Passen gedrückt und der kriegt das schon nicht mehr hin. Bolzen, wenn Schicksen daran geht, haben wir ein Problem. Dann kriegt der Torwart den nämlich nicht mehr. Also Leverkusen kommt langsam besser in die Puschen, liegt aber auch daran, weil mein Stürmer, also unser Stürmer vorne, alles verkackt. Ärgerlich. Aber ich wollte halt Junge haben. Das Problem ist, Jung ist nicht gut. Nicht wirklich immer. Aber der Ball kommt nicht an. Leverkusen jetzt langsam, wie ich eben schon gesagt habe, immer stärker werdend. Wir vor allem in der Defensive besser.
als im letzten Spiel. Naja, der Pass war auch schon Müll. Ich habe ein Schwein gehabt. Ja, nee, da kommt nicht an. Der kommt an. Waldschmidt! Beste Aktion der Partie von uns. Das war gut. Das war richtig, richtig gut getreten. Sonny Kittel. Nein. Ist aber der Einzige, der das gut kann. Das ist natürlich ärgerlich. Rode, Waldschmidt, Traoré. Und Halbzeit. Ja, gegen Leverkusen 0:0 zur Pause. Auch hier wieder nur Waldschmidt gefährlich. Unser anderer, unser richtiger Stürmer. Ich glaube, das war die einzige Chance. Das war die einzige Chance. Das ist hart. Bielefeld liegt gegen Nürnberg mit 1:0 zurück. Mainz 05 führt mit 2:1 gegen 1890 Hoffenheim. Die Gladbacher führt mit 1:0 gegen die Hamburger. Bayern führt 1:0 gegen Hertha BSC. Schalke liegt mit 3:1 vorne gegen den FC St. Pauli. Hannover 96, FC Augsburg 0:0. VfL Wolfsburg führt ebenfalls zu Hause 1:0 gegen den SC Freiburg. Und Werder Bremen liegt zu Hause zurück mit 0:1 gegen die Borussia aus Dortmund. Ja, wir haben wieder viel Ballbesitz, aber machen daraus nichts. Schicksen und Juric, die spielen da hinten eine tolle Kombi. Gerade ein bisschen leiser gewesen. Schöner Pass auf Waldschmidt, aber der hat hier das Problem, dass ich gerade gesehen habe, da vorne steht niemand. Ich meine, klar, wir spielen defensiv, aber wir spielen auch Konterfußball. Ich wusste gerade nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Geht weit. Dumba. Sonny Kittel. Via. Und Waldschmidt. Ist schnell. Und ballsicher. Auf jeden Fall auch ein guter Spieler. Rode. Rode, schöner Schuss. Das war auf jeden Fall eine gefährliche Aktion. Und wir haben mehr Ballbesitz und auch gute Chancen. Und ich möchte unseren guten Traoré, ja, der in der Defensive heute wieder einen guten Job bis jetzt gemacht hat, der kommt jetzt nach vorne. Kittel geht raus, Mungil Adewa kommt rein, ihr wisst Bescheid. Und Paredes kommt für Benavarte rein. Ja, Doppelwechsel. Nein, das kann nicht sein, Juric! Boah! Echt! Das steht da hier vorne, fehlt hinten in der Verteidigung. Gefällt mir total. Bin ich direkt mal ein riesen Fan von. Da macht er schon den ersten Fehler, nachdem er hinten gefehlt hat. Bügelt das aber hier hinten aus. Wiedwald, Hasse. Hasse locker. Traoré. Ah, Traoré hat eigentlich den Ball, wird aber umgeschubst. Ärgerliche Aktion, gefährlicher Ball. Rode. Rode mit einer schlechten Grätsche, aber Paredes mit einem schlechten Lauf. Boah, der Pass, der war ja wohl voll für den Arsch von Paredes. Viel zu langsam. Juric. Traoré, ja, Dumba. Traoré ist Linksfuß. Hat Probleme mit dem Ball. Paredes. Waldschmidt. Paredes. Rode. Traoré.
Namen Via, was auch immer das da für ein Pass war. Damba. Zu langsam, unsere Jungs. Paredes am ersten, Paredes am zweiten. Paredes kann da nichts machen. Traoré ist da nicht mal ansatzweise schnell genug gewesen für den Ball. Wiedwald muss er haben, hat er auch. Damba mit Bolzen. Ja, wir haben halt keinen Görlitz heute dabei, das ist mega ärgerlich. Mongiladeva hier das Problem, dass Wiedwald da unten sich nicht bewegt. Doppelbolzen wieder Schicksen, kommt da wieder nicht dran. Macht wieder das Türchen auf. Rode auf Paredes. Mbia, boah, war der Schuss schlecht. Boah, war der Schuss schlecht. Ja, Mongiladeva hier muss den Ball so hässlich annehmen, weil der Schiedsrichter dem unglaublich lang im Weg steht. Ja. Mongiladeva. Bolzen. Macht seinen Job eigentlich ganz gut, unser Ersatzrechtsverteidiger, ehrlich gesagt. Sehr gut sogar. Ah, wir haben hier Probleme gegen die... Jetzt lauf, Waldschmidt. Keine Chance. Keine Technik im Fuß. Kein Stück. Özcanali kommt rein für Christoph Kramer. Levin Özcanali, auch ein richtig guter Spieler. Im Gegensatz zu Paredes hier, wieder einen Fehler gemacht. Paredes hier und direkt der nächste, weil er sich nicht, der bewegt sich dann halt meistens nicht. Das ist halt das größte Problem an dem Spieler ist, dass er sich wirklich nicht bewegt. Er bleibt immer wie angewurzelt stehen und das fuckt einfach mal voll ab. Dilswart voll reingegangen in den Ball. Guter Spieler. Kann ich über Waldschmidt und Co. nicht so sagen. Paloschi. Traoré. Den macht er, Paredes! Hammert! Das 1:0! In der 89. auswärts! Gegen Bayer 04 Leverkusen. Hier Traoré ganz eiskalt gewartet. Wunderschöner Pass. Paredes dann chillig rein ins Glück. Paredes! 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 Ganz, ganz reingeschillt. Geil! Richtig, richtig geil! Wer hätte das gedacht? Richtig, richtig geil! Paredes, erstes Bundesliga-Tor! Geil! Damit hatte ich nicht gerechnet. Traoré da vorne, super starken Via, was auch immer der da gerade gekrüppelt hat. Krebs hat, was auch immer. Mongiladeva. Sehr schön, wie der dem Spieler super lange im Weg steht. Und jetzt stell dich vor, Donati. Beweg dich da nicht weg. Schicksen ist nicht so schnell. Nope, Wiedwald hat den Ball fest. Es wird gewartet hier. Und das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:0. Viel Ballbesitz,
Und dann ist es Paredes, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, nachdem er von Traoré mega geil in Szene gesetzt wird? Traoré, Paredes, heute ohne die starken Görlitz und Miyaichi auf den Außen. Aber dafür mit einem starken Waldschmidt, der auch viel gelaufen ist. Zweiter Sieg in dieser Woche. Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Damit kann ich eigentlich ganz gut leben für den Kader, den wir haben. Klar, wir haben 4,5 Sterne, aber das liegt hauptsächlich daran, dass wir so viele 80er-Keeper haben. Und Rode hat auch eigentlich gut gespielt hier. Richtig schön. Leider genau Torwarthöhe und er wusste halt Bescheid. Juric hier mit der Chance. Die besseren Chancen lagen bei uns. Hier die Chancen via Doppelschuss. Doppelchance und dann Paredes. Bis dahin ist halt nichts mehr passiert. Und dann kommt Traoré da mit dem unglaublich guten Dribbling. Macht eigentlich alles. Traoré unglaublich gut. Amir Juric auch unglaublich stark. Durch das an, wie der da hinten die Leute abgeholt hat. Genau wie Wiedwald. 9 Paraden. Super Spieler. Wiedwald, ja. Wiedwald und Juric in der Kombination 9 Paraden. Der Hammer. Der Hammer. Paredes. Und Traoré, Monchi Adeva ist nicht so aufgefallen, aber dann Traoré als offensiver Mittelfeldspieler. Kann halt beides, der Junge. Und da holen wir unseren Sieg. Da holen wir unseren zweiten Sieg. Bielefeld schafft einen Unentschieden. Die Bayern gewinnen mit 2:1. Und wir gucken mal, wo wir jetzt sind. Die Frankfurter auf Platz 9 vor den Leverkusenern mit 8 Punkten. Richtig geil, richtig geil. So muss das sein. Richtig schöner Kick. Und muss das auf jeden Fall sein. Und da können wir auf jeden Fall mal loben. 8 Benachrichtigungen. Ach, wir haben uns ja hier unglaublich viele Leute angeguckt. Und eine Pressekonferenz. Da können wir auch mal loben. Lobende Worte zu einem Traoré oder zu einem Rode. Ja. Ich finde ein Traoré und ein Rode, die muss man beide loben. Die sind beide toll. Die werden beide jetzt hintereinander von uns weggelobt. Schauen uns mal die Scouting-Berichte hier an. Alex Chambers. Aber der ist schon ganz schön gut. Er hier nicht. Er hier auch nicht. Das sind die Leute, wo die gedacht haben, ja, die könnten was. Alex Chambers dagegen ist wirklich gut. André, Alter. Der ist auch gut. 1,7 Millionen wert. Auf meine Wunschliste 45.000 Gehalt. Der ist auch genial. Alex Chambers hat halt absolut keine Ballkontrolle. Ist halt das Hauptproblem. Aber ansonsten haben wir hier richtig gute Leute entdeckt. Ja. Das war auf jeden Fall richtig geil. Ein Vorschlagtrainer. Ja, wir haben aber schon gespielt und gut gespielt, fand ich. Club vorm starken Traoré. Ja, die Mainzer besiegen Bielefeld und damit holt Bielefeld wieder keinen Sieg. Und guckt euch das an, wir können an den Bayern vorbeiziehen und an den Gladbachern. Und mit Dortmund aufschließen. Also Schalke vorne, das ist eine ganz verrückte Bundesliga-Saison. Bayern und Arminia Bielefeld und wir. Also Bayern und Arminia Bielefeld halt, die beiden. Meister und Vizemeister ist halt hinten in der Tabelle. Auch Dortmund nicht gut gestartet. Auch schon eine Niederlage. Wie die Bayern haben sogar schon 2 Niederlagen. Ja, das ist die Chance von uns, an den Bayern vorbeizuziehen. Richtig geil. Das werden wir dann am Montag sehen. Und können ja mal nach der ersten Woche mal ein bisschen drüber blicken. Traoré, unglaublich tolle Form. Unglaublich toll. Ziele hat schon einen Punkt gemacht. Aber ich muss sagen, mir gefällt Wiedwald. Der hat da Bälle rausgefischt. Okay, hat er eigentlich nicht. Aber er ist in Form. Ja, und in Form ist in Form. Wo ist Wiedwald hier? Hat halt die besten Reflexe. Juric kann halt spielen für Brooks. Ist halt auch ein unglaublich toller Mann. Hinten hat der richtig geleistet. Sind halt 3 Jahre Unterschied. Also Brooks und Juric, die können da gut kombinieren. Wir setzen mal ein bisschen Juric ein. Der hat echt tollen Fußball gespielt. Der hat auch eine hohe Arbeitsrate hinten. Zwar mal ein bisschen mit Juric in Kombination, können ja mal ein bisschen rumprobieren. Benavarte ist ja jetzt Stammi gesetzt und Paredes hat ja jetzt endlich mal ein Tor geschossen. Das war schon echt nice. Wie gesagt, einmal in den Teambericht schauen. Unglücklich, ja. Tut mir leid, du bist sogar auf der Transferliste, aber das werde ich dann wohl nochmal umändern. Juric, Luke Schicksen.
Ismail Kabadamba, langsam kommt eine Form. Natürlich unser Traoré, ein aufregender Mann für die Zukunft. Ein Tor, eine Vorlage. Jetzt hat er endlich seine erste Vorlage im dritten Bundesligaspiel gemacht. Bastian Rode, alle 5 Spiele durchgespielt. Und ja, keine Vorlage, keine Tore, aber gut Leute abgeräumt. Felix Görlitz, 2 Spiele gespielt. Der 19-Jährige, unglaublich laufintensiv, zeigt großes Potenzial, gefällt mir richtig gut. Ja, mit 19 Jahren kann er rechtes, linkes Mittelfeld und Sturm spielen. Hat einen unglaublich starken, schwachen Fuß. Ryo Miyaichi, leider nicht unserer. Aber auch so ein Spieler, der gefällt mir richtig gut. Sonny Kittel. Ja, in dieser Saison 3 Tore schon geschossen, keine Vorlage leider. Edison Benavate. 2 Millionen kommen. Zeigt langsam ein bisschen was. Eduardo Paredes natürlich. Hat ja jetzt auch sein erstes Tor geschossen. Benavate wartet noch drauf. Paredes hat es halt gemacht. Richtig schön gemacht. Alvaro Munguia Deva hat noch nicht so überzeugt bei uns. Ist noch nicht gut eingeschlagen. Aber wir haben ja noch Malik Mbia. Der war ab und zu mal da, wenn wir ihn gebraucht haben. Und Gianluca Waldschmidt ist ja auch noch da. Ist ja nicht so, als hätten wir keinen Stürmer. Ne? Für Notfälle haben wir Gianluca Waldschmidt. Ist halt selber auch ein unglaublich guter Stürmer. Im Notfall können wir ihn sogar in die Stammformation setzen. Wenn irgendwas nicht läuft. Aber ist halt besser als Rechtsmittelfeld dann kombinieren zu lassen. Haben schon richtig, richtig gute Spieler. Das war eine richtig geile Sache. Wir sind nach oben gegangen. Das ist genau das, was wir brauchen. Gucken mal, was wir in der nächsten Woche denn so Anbach haben. Ja, die Hannoveraner, Werder Bremen, Hertha BSC. Und dann geht's auch irgendwann schon gegen Bielefeld, ja. DFB-Pokals hier sind ja nicht international dabei. Ja. Schauen wir uns doch mal die Tabelle an. Die sieht natürlich jetzt besser aus und für uns sieht es ganz gut aus. Werder Bremen, 5 Spiele für 0 Punkte, ja. Hoffenheim und Pauli sieht auch nicht so gut aus. Wir stabilisieren uns auf Platz 10. Können mit einem Sieg wirklich springen. Können auf jeden Fall an Gladbach und Bayern vorbei. Auf jeden Fall 2 Plätze gut machen, also auf Platz 8 hüpfen. Und wenn die Dortmunder nicht gewinnen, können wir sogar... Ich guck gerade, allein mit der Tordifferenz würde ein Sieg sogar reichen, um an Bayer vorbeizukommen. Unsere Tordifferenz ist so groß, dass wir sogar mit einem Sieg, sei es nur ein 1:0, würden wir 4 Plätze gut machen. Bayern, Gladbach, Leverkusen und Hamburg wären wir vorbei, wegen der besseren Tordifferenz. Das ist ein Ziel. 4 Plätze nach oben. Und wenn Dortmund nicht gewinnt, sind sogar 5. Ja, dann würden wir auf Platz 5 springen. Wir würden in die internationalen Plätze rutschen. Sieht doch ganz gut aus. So kann die Saison laufen. Bielefeld hat ja nicht so überzeugt momentan. Ein Spiel nur gewonnen in den 6. Und ja, schon scheiße. Gut, Leute, an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 14 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende mit der Eintracht. Und wir haben 2 Siege in dieser Woche eingefahren. Und wir sehen uns am Montag wieder um 15 Uhr, wisst ihr Bescheid. Dann in der Partie gegen unseren direkten Nachbarn, gegen die Hannoveraner, Hannover 96. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.